Kommen wir zu Musso. Haben sich sehr, sehr viele gewünscht. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kann mir keine Namen mehr merken. Ich kann es nicht. Wenn wir uns den schon angehört haben, bitte verzeiht mir. Bei Leuten wie NG oder so konnte ich mir mit der Zeit den Namen merken, weil ich fast jeden Song gepumpt habe und mit euch angehört habe. Musso, mir kommt der Name bekannt vor. Ich weiß leider wirklich nicht mehr, woher. Raus! Raul! Nee, raus. Falsches Lied. Produziert von Nico. Mixmaster von Press Play. Haben wir auch schon öfter gelesen, auf jeden Fall. Paris hast du gehört von ihm, aber den Beat nicht gefeiert. Ach, ich weiß es. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Leute, bei so viel Musik, die jede Woche rauskommt, ist es einfach nur noch schwierig, die qualitativ hochwertigen Sachen rauszupicken und sich das zu merken. Schwierig. Also, Musso, raus. Digga, woher kommt mir die Melodie gerade bekannt vor? What the fuck? Und wenn sie mich bekommen, dann ist es so. Ich mach die Taschen voll, bis sie mich schon. Aber ich komm hier raus und es geht alles auf, yeah. Und wenn sie mich bekommen, dann ist es so. Ich mach die Taschen voll. Digga, das ist aber Geldwäsche auf einem ganz anderen Level, ne? Bis sie mich schon, aber ich komm hier raus und es geht alles auf, yeah. Stinkt, hat meine Nase zu. Die Schlampe kann nicht reden, nur meinen Namen rufen. Die Zeit bleibt kurz mal stehen nach einem Atemzug. Ich zweifle an meinen Plänen, kipp ich alles um. Oder mach ich ein Mercedes aus nem halben Pfund. Ich kiff aus einer grauen Welt, wird alles bunt. Hier draußen hab ich Frauen, hey, sie. Also, was ich sagen muss, ich glaube, Sergen hat das Video gemacht, oder? Sergen Easy G, genau. Alter, der hat sehr, sehr krass sich auf den Text bezogen. Und, wirklich, hier zum Beispiel die Zeit bleibt stehen und so weiter, das Spiegel bleibt stehen. Er sagt hier zum Beispiel, ich kiffe und aus der grauen Welt wird wieder eine bunte Welt. Hat man hier auch erst alles in Grau gesehen und dann per Automation wird das farblich sehr, sehr schön auf den Text eingegangen, muss ich sagen, ne? Aus einer grauen Welt wird alles bunt. Hier draußen hab ich Frauen, hey, sie schrauch mich dumm. Plus die Seiten immer null und frei, mein Outfit Kunst. Check, fahr ich weiter Bahn und da im Audi rum. Geh ich in die Bank mit Kato oder mit Wumme. Ich weiß, das kann man fick mich doch mal richtig, Bruder. Doch nur Gott hat es gesehen, ich weiß sonst niemand, Bruder. Kauft alle mein Tape, lad meine Lieder runter. Ich glaub, sonst muss ich gehen, ich wollte nie wieder runter. Hier gibt es nur Probleme, aber dickes Geld in meiner Gegend. Ey, ich mach gerade so gut wie keine Pause, weil ich sagen muss, ich höre ihm gerade gerne zu. Ich höre ihm gerade wirklich gerne zu, was er mir zu erzählen hat. Und bis jetzt muss ich sagen, stabil? Ich alles, das ist nicht. Ich muss sagen, bei der Hook war ich nicht so begeistert. War nicht so ganz mein Geschmack. Ich dachte, das wird jetzt ein reiner Gesangssong mal wieder. Aber den Part finde ich cool. Die Welt, ja. Wie sein Spiegelbild sogar Auge macht, ne? Wie sein Spiegelbild Auge aufs Geld macht, ne? Ihr seht das gar nicht. Warte mal. Das ist ja richtig nice gemacht, ne? Ich pack mich mal hier hin. Guck mal bitte, wie das Spiegelbild Auge macht. Geil. Geil. Und wenn sie mich bekommen, dann ist es so. Ich mach die Taschen voll, bis sie mich schon. Und da ich komm hier raus. Und es geht alles auf, yeah. Und wenn sie mich bekommen, dann ist es so. Geil. Ich ertappe mich selber immer öfter dabei, dass ich diesen Aufbau, dass die Hook als erstes kommt, nicht feiere. Ich feiere das nicht. Ich weiß nicht warum. Immer wenn die Hook als erstes kommt, ist es so, naja, dann kommt der Part und danach finde ich die Hook meistens geil. Das war in letzter Zeit tausendmal so. Und ich muss auch jetzt sagen, nachdem man den Rap-Part gehört hat, finde ich die Hook wieder cool. Und dann muss ich auch sagen, gefällt mir der Gesang auch. Aber wenn das damit anfängt, kann ich, also das ist, ich weiß nicht, warum das so ist.
Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil das, wie soll ich sagen, weil dieser Kontrast noch nicht gegeben ist, sondern man hat, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin vorbelastet, weil fast alle Leute nur noch singen. Die Leute singen einfach nur noch. Die singen, 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 was ja okay ist, aber es ist nicht immer mein Geschmack. Und wenn man halt Songs damit anfängt, dass so eine Gesangshook kommt, ich glaube, dann ist mein Kopf direkt so, boah, nee. Oh nee, bitte nicht der komplette Song gesungen. Und dann kommt ein Rap-Part, dann freue ich mich. Und dann kommt die Hook und dann finde ich den Kontrast geil. Ich glaube, so ist das bei mir. Ich mach die Taschen voll, bis sie mich schon und ich komm hier raus. Und es geht alles auf, yeah. Verdammt, ich brauch eine S-Klasse in Long-Version. Ich meine, ich muss bis jetzt immer noch Kombi holen, bevor mich das Gesetz noch in einem Kombi holt. Jede Nacht um kurz vor sechs denk ich, sie kommen mich holen. Chat, schau mir in die Augen, ich lese alles ab. Ich kann nur vertrauen, wenn ich sehen kann. Langes Leben, Leben, Bruder, oder Leben. Ich finde diese Mischung aus melodischem und doch Street, sag ich mal, finde ich sehr geil bei ihm. Ich finde, er hat eine sehr coole Stimme, sehr schöne, schöne Betonung, wo er am Ende halt immer von der Line so runter geht. Na, er geht immer so runter. Finde ich sehr cool bei ihm. So geht es mir, wenn jemand Offbeat rappt, da macht mein Kopf direkt zu. Ja gut, das kannst du ja nicht wirklich vergleichen, ne? Das kannst du ja nicht wirklich vergleichen. Bislang, ich kann nicht die Fresse halten, weil sie reden mag. Hier in meiner Gegend lächelt jeder Bruder, aber sticht dich bei meinem Arm. Gift unter Fassaden, niemand ist dein Frate. Ich häng in der Gegend mit nem Style an meinen Kragen, Bruder. Ich hab nichts gesehen, doch sie sehen, was ich habe. Regel Nummer 1, wenn es läuft, dann halt die Backe. Geile Zeile. Ich hab nichts gesehen, aber sie haben, aber sie sehen, was ich habe. Nichts gesehen, doch sie sehen, was ich habe. Geil. Regel Nummer 1, wenn es läuft, dann halt die Backen. Nummer 2, Geld, Cash in deiner Tasche. Nummer 3, Respekt heißt nicht direkt, dass du schwach bist. Ich setz mich hin, du machst jetzt, häng doch nicht kraftig. Ey, ich find ihn textlich sehr, sehr interessant. Also klar, es sind wieder so hier und da ein paar Floskeln dabei, ne, die wir auch gewohnt sind, ne, bei diesem Einzelkämpfer-Ding und Straße und so weiter. Es gibt immer mal Zeilen, die sich wiederholen und so. Aber so generell, muss ich sagen, sind da auch ein paar Sachen, die ich echt cool fand. Gerade eben die Zeilen, auch das Ende, hat mir gut gefallen. Und wenn sie mich bekommen, dann ist es so. Ich mach die Taschen voll, bis sie mich schon. Und hinten schon wieder, ist das Platin Casino? Bitte nicht. Ist das, kennt ihr euch aus? Ist das Platin Casino? Ich kenn mich damit nicht aus. Ich mach die Taschen voll, bis sie mich schon. Oder ich komm hier raus. Und es geht alles auf, ja. Und wenn sie mich bekommen, dann ist es so. Ich find's lustig, dass manche Leute jetzt schon geschrieben haben, ich fand den alten Musso besser. Also, ich kann dazu halt nicht viel sagen, so ehrlich gesagt, ne? Aber was war an dem besser? Also hat der härtere Songs gemacht? Also hat er das Gesungene gelassen und so weiter? Oder was war der Unterschied? Ich finde, mit anderer Mische könnte man noch mehr rausholen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Mische für YouTube angenehm. Der Unterschied wird wahrscheinlich Tag und Nacht zu Spotify sein. Sag ich euch jetzt schon. Ah, kompletten Straßenrap hat er vorher gemacht. Härter, mehr Straße und Real Talk. Also ich muss sagen, ich finde den Song jetzt als Außenstehender, ich finde, das ist ein Real Talk Song. Ich kann es jetzt natürlich nicht vergleichen. Weniger Autotune. Also ich finde die Hook nice. Raus. Und es geht alles auf, yeah. Ich find's nice. Später war sein erster Hit und war eigentlich genau der gleiche Vibe. Okay, das ist ja dann Widerspruch in sich, ne? Also wenn man sagt, dass man die alten besser findet oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, mir ist es scheißegal, ich kann mich an nichts anderes gerade erinnern. Ich fand den Beat geil, hatte einen krassen Vibe, finde ich. Wie gesagt, ich bin anscheinend, habe ich jetzt selber rausgefunden, kein Fan davon, dass erst die Hook kommt und dann der Part und so weiter. Es ist sehr modern geworden, muss man sagen. Also es ist eigentlich ist es so seit einem, boah, ich weiß gar nicht, seit wann ist das so? Seit 2 Jahren oder so, dass immer erst die Hook kommt, gerade wenn sie melodisch ist.
gerade wenn sie melodisch ist, kommt erst die Hook. Bin ich kein großer Fan von, weil meiner Meinung nach verspricht das was Falsches manchmal. Und mein Kopf sagt dann direkt so, boah, kein Bock. Und wenn man, andersrum ist es geil, wenn man dann überrascht wird, wie hier, wenn dann doch ein normaler Rap-Part kommt. Und ich muss sagen, mir hat's gefallen.